Hey Leutchen, ich bin's Le Killer und ich habe jetzt wieder deutlich mehr Zeit. Einige haben es ja mitbekommen, alle und so jetzt. Und so viele machen Vlogs und was weiß ich und erzählen ihre Geschichte, wie sie geboren wurden oder erzählen irgendwas. Und das mache ich jetzt auch. Das ist mir heute eingefallen. Ich weiß gar nicht, was der Grund war. Ich mache hier kurz noch das Licht an, weil, und erschreckt jetzt bitte nicht, ich laufe hier rum in der Wohnung. Ich wollte eigentlich draußen machen, aber es ist jetzt Nacht und da sind Lichtverhältnisse ganz schlecht draußen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, es hier drin zu machen. Ich versuche langsam zu laufen, dass euch nicht schwindelig wird. Und ja, mir ist jetzt erst klar geworden, Facebook und Kram, wofür man das überhaupt braucht, ne? Einfach im Kontakt zu stehen mit den Leuten, auch speziell als Single, ist es schon irgendwie wichtig. Also fast heutzutage ja schon fast, ne? Wenn man gefragt wird, ja, wie kontaktieren wir uns, heißt ja direkt Facebook oder man nimmt sich einfach auf oder man sucht auf Facebook schon nach Leuten, keine Ahnung, also total alles durch die Bank, ja. Das war mir nie so richtig bewusst, ich weiß nicht. Wenn man in einer Beziehung ist, dann war mir das immer. Ich weiß auch nicht, wegen unserem Kanal war für mich Facebook einfach was, wo wir gezielt auf Leute einfach Werbung machen konnten. Einfach eine reine Werbeplattform, wo man, so wie es eben auch halt genutzt wird. Ne? Und jetzt habe ich halt festgestellt, Facebook, da muss ich jetzt richtig gucken und was weiß ich und dran und Bild machen, Titelbild. Und irgendwie ist Facebook schon so ein Phänomen, weil heutzutage versucht man doch eigentlich, dass man möglichst gut durch den Alltag kommt, hört sich das dumm an. Dass man geht aus dem Haus, hockt sich ins Auto, fährt zur Arbeit oder geht in den Zug, setzt sich in den Bus, keine Ahnung, hat das Headset auf, hat Kopfhörer, Steckerchen da drin, diese kleinen Dinger, ne, diese kleinen Kopfhörer, eben diese Knöpfe und schottet sich ja eigentlich auch ab, weil man will einfach zur Arbeit, zur Schule, ins Studium, zack, 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 und dann Freunde treffen, nach Hause, die Freundin, den Freund, die Familie, was weiß ich. Aber bei vielen ist es ja tatsächlich so, man ist echt wie in so einem Tunnel. Ne? Man geht aus dem Haus und ist im Tunnel. Und dann wundert es einen doch schon. Übrigens, verzeiht diese Geräusche im Moment. Nicht, dass ihr denkt, ich scheiße mir hier die ganze Zeit die Hose voll. Das sind halt die Socken, ne? Auf dem Holzboden. Man sieht da hinten auch die wunderbare Streicharbeit. Das muss alles neu gestrichen werden. Naja. Auf jeden Fall, man ist im Tunnel und hin und her und ist dann zu Hause und geht dann in Facebook und über den ganzen Tag immer auch auf anderen, auch im Internet, auf anderen Seiten, wenn man in der Straße, auf der Straße angesprochen wird von irgendwelchen Zeitschriftendödeln, man knausert zu Recht mit den eigenen Daten. Ne? Man will möglichst gar nichts preisgeben. Man rennt rum, es wird von einem selbst ein Foto gemacht und man ist total am Ausflippen und es wird gelöscht und was weiß ich. Und dann gehen die Leute auf Facebook, laden da Fotos hoch, wie sie halb nackt, voll gekotzt und voll geschissen in der Badewanne liegen. Und haben so viele Daten da drauf, auch persönliche Dinge, nicht nur Fotos, sondern auch einfach wirklich ausgeschriebene Daten. Das fängt schon beim Geburtsdatum an, was jetzt nicht so wild ist, aber manche haben ihre Handynummer auf Facebook. Wir haben ihre komplette Adresse auf Facebook. Und keine Ahnung, wie kommt es? Wie kommt es, dass man sich sonst so abgrenzt, aber da so offen ist, dass jeder Depp wirklich einfach fast das ganze Leben sieht? Das ist schon einfach ein Phänomen, ne? Ich meine, das hat ja auch natürlich was mit der Generation zu tun, dass die heutige Generation so ist und sich anscheinend gerne zeigt. Ich meine, da zähle ich ja nicht, ich will jetzt nicht überheblich oder hin und her, ich gehöre ja auch noch zu der heutigen, ich meine, so alt bin ich ja auch nicht, hey, jetzt hört mal auf, gell? Ja, ist 23. Aber es ist einfach, diese Mentalität hat sich auch in Bezug aufs Internet so stark geändert, das wird alles Mögliche, ne, und hin und her. Und gerade auf Facebook eben, es wundert mich einfach dann, die Leute geben da alles preis, schreiben alles rein, dass jemand, ich habe gerade was gegessen, schreibt jemand rein. Vielleicht auch noch was, keine Ahnung. Also warum? Warum denn? Warum schreibt das denn dann jemand? Warum schreibt man das da rein, dass man gerade was gegessen hat? Und was erhofft man sich davon dadurch? Will ich jetzt, dass die anderen dann schreiben, oh,
guten oder ach guck mal, du hast was gegessen. Also ich meine, erwartet derjenige dann was? Ist es vielleicht sogar auch einfach schon Gewohnheit, den ganzen Scheiß aus dem Alltag da reinzuschreiben? Oder wie sieht das aus? Warum? Wenn ich jetzt das Gedankenexperiment haben sicherlich schon einige von euch gemacht. Man steht in der Stadt oder läuft durch die Stadt und auf einmal kommt euch jemand entgegen. Es kann, selbst wenn es ein Kumpel ist oder jemand, den ihr kennt, also nicht so ein komplett Fremder. Und der kommt euch entgegen und grinst und sagt, guck mal, ich habe gerade eben was gegessen und da ist ein Foto von der Käsestulle, die ich gerade gegessen habe. Was sagt man dann da? Also auf der Straße? Gut gemacht oder war es lecker oder geht's dir jetzt gut oder besser? Ging es dir davor besser? Keine Ahnung, was. Das wäre doch schon hart merkwürdig, oder? Und auf Facebook ist es ja. Es ist natürlich nicht so penetrant wie auf der Straße, natürlich. Aber dann muss man ja schon wieder zurück auf den Grund gehen, warum man denn in Facebook geht. Denn ich meine, klar, man drückt sich das ja selbst, man lässt es sich ja durch andere drücken, dadurch, dass man ins Facebook geht. Man muss ja nicht rein. Die ganzen Argumente, man muss es sich ja nicht angucken und sowas. Mir geht's ja gar nicht darum, dass ich mich jetzt gestört fühlen würde, weil das macht mir eh nichts aus. Ich guck auch nicht in diesen komischen Feed, wer jetzt gerade eben was gegessen hat. Aber irgendwie ist es doch schon merkwürdig, oder? Ist es nicht so eine total merkwürdige Mentalität und diese, ja, schon merkwürdig. Und wenn man dann sowas liest wie, oh, es regnet, warum wird das dann gepostet? Also ich meine, ja, das regnet. Wenn ich auf Facebook was poste, dann bin ich eigentlich bestückt mit dem Wissen, also ich bin mir im Klaren darüber, ich hoffe, dass die anderen Nutzer, die das meinen Kram verfolgen können, dass die anderen Nutzer Fenster haben oder rausgehen oder zumindest irgendwie einen Blick nach draußen werfen können und möglicherweise selbst erkennen, dass es regnet. Wo kommt das her? Gab es das früher auch? Dass man andauernd irgendwie die Leute, dass man den Leuten offensichtliche Dinge erzählt hat? Ich weiß es nicht. Ich muss langsam mal laufen. Ich war hier in dem Raum 80 Milliarden Mal jetzt schon seit der Aufnahme, deswegen muss ich echt langsam mal laufen. Ich muss den Raum jetzt erstmal ablaufen hier. Ja, das ist schon merkwürdig. Also das ist. Und mit diesen Likes dann, wenn man dann eben seine Käsestulle hochgeladen hat und dann auch noch Likes erwartet oder eben drunter schreibt, ja, bei 500 Likes bin ich 500 Likes reicher. Ich weiß es nicht genau. Kann man denn auf YouTube verstehe ich es mit den Likes, Comments, Favorites, Abonnieren, Kastrieren, Favorisieren, Analysieren und sowas, weil klar, ich meine, damit kann man Geld verdienen, aber als Privatperson kann man auf YouTube Geld verdienen, so. Kann ich aber auch auf Facebook Geld verdienen mit den Likes? Nee, oder? Ich meine, das wäre mir jetzt zumindest nicht bewusst. Falls doch, dann verstehe ich es jetzt direkt. Aber so? Warum will ich denn jetzt Likes auf meine Käsestulle haben oder auf meinen Döner oder sowas? Oder wenn jemand so eine Seite schickt von wegen, ja, da mit so einem Bericht, gestern wurde wieder irgendjemand... Wurde jemand vergewaltigt und like das hier, wenn du gegen Vergewaltiger bist. Also wenn ich das dann praktisch like, bin ich dann gegen Vergewaltiger und wenn ich es nicht like, bin ich zumindest in den Augen des Posters ja schon fast ein Vergewaltiger beziehungsweise ein Befürworter der ganzen Sache. Habe ich jetzt dann, ist dem Opfer irgendwie geholfen? Also ich meine, glaubt ihr, jemand schaut dann ins Facebook rein und denkt sich, oh ja, 50 Likes. Das macht die Vergewaltigung fast wieder weg oder was weiß ich weiß auch nicht. Und vor allem ist es nicht auch selbstverständlich, dass ich gegen Vergewaltigung oder jegliche Straftaten bin? Ich meine, muss ich erst gefragt werden? Also muss danach gefragt werden, wer dagegen ist? Oder wenn jemand schreibt, aus so einem Bericht 500.000 Millionen Kinder hungern täglich und hätten gern ein Brot von der Welt für sie und liked und dann werden die Kinder versorgt und was weiß ich. Ich meine, wenn das jetzt von der Hilfsorganisation kommt, ja, dann
kann man auch ein Auge zudrücken, aber ich meine, so viele Privatpersonen, die das machen, wenn ich da dann ein Like drauf gebe, schickt dann derjenige ein Stück Brot nach Afrika, oder ich meine, das ist doch dann auch aus dem Auge, aus dem Sinn. Habe ich wirklich geholfen? Wahrscheinlich nicht. Wenn mein Verwandter XY sowas schickt und ich gebe da dann ein Like drauf, ist es dann irgendwie... Ich meine, ich zeige, dass ich, und jetzt pass auf, für diese Sekunden, wo ich das lese und geliked habe, Interesse dafür hege oder auch, ne, dass ich daran gedacht habe, an diese armen Kinder, während ich geliked habe. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, man liked es, drückt es weg, sieht ein Video, wie eine Katze kotzt und dann lacht man und dann isst man was. Haben dann jetzt die Kinder, geht's denen jetzt besser in Afrika dann? Haben die vielleicht auch das Katzenvideo dann gesehen? Ich weiß es nicht. Also das ist sogar ganz merkwürdige Gedanken, die ich hier habe. Kamera ist mal ein bisschen höher. Ich fühle mir die ganze Zeit in meine Nasenlöcher rein. Für Servier, ich war ja Servier vorgetragen hier, mein Vortrag. Deswegen hoffe ich doch auch auf negative Kommentare. Ja. Ne, es ist jetzt nicht irgendwie so, ich weiß auch nicht, es ist keine Kritik, sondern einfach so die Gedanken eines kleinen Mannes zu den zu solchen Sachen. Hier bricht jemand ein und ich in dem Moment like ich eine Seite gegen Einbrecher und der Einbrecher sieht es dann gerade, weil er davor auch ein Tablet geklaut hat und er sieht es und dass ich das gar nicht mag, wenn bei mir eingebrochen wird. Was denkt er sich dann? Oh nö, der hat da geliked. Jetzt aber schnell raus hier. Nee, ist natürlich total behämmertes Beispiel. Es soll auch, warum Beispiel? Ich habe ja nichts, was ich mit einem Beispiel irgendwie verdeutlichen müsste. Es ist einfach so merkwürdig irgendwie, diese Gedankengänge, die einem dann so durch den Kopf gehen. Vielleicht geht euch jetzt ja auch, da fällt mir ein, ich wollte gerade eben sagen, vielleicht schaut das ja gar keiner, aber du hast jetzt ja bis gerade eben schon geschaut und von daher hast du es ja geschaut. Also, was denkst du dir jetzt dabei? Also, was geht dir jetzt durch den Kopf? Vielleicht sowas wie, da gebe ich mal ein Like drauf, ne?